So, wir haben hier jetzt 8 und 4 sind 12 und 3 sind 15 und 3 sind 18 geteilt durch 4 sind überall 4 und bei 2 halt 2. So, dann hauen wir mal, dass es hier 4 sind. 4, Moment mal. 18, oder? Ja, genau. Dann haben wir hier halt noch einen hin. 105. Da ein 5. Und hier sind 4. So. Fertig. Immer noch sehr wenig, aber finde ich. Ich hoffe ernsthaft, die greifen uns nicht allzu bald an. So, für 5 gesehen können wir mal speichern und dann gehen wir Post lesen. Und anschließend erkunden wir mal den neuen Kontinent. Wir haben ja beim letzten Mal, bevor ich aufgehört habe, haben wir ja das neue Schloss erobert. Deswegen haben wir auch so wenig. Und ja. Lass dir mit dem Game ruhig Zeit, so viel du brauchst, um alles perfekt zu machen. Ich bin ein riesen Fan. Wie gesagt, ich würde auch nochmal zwei Fragezeichen, egal, Jahre warten und nochmal mit Star Wars lassen sie sich ja auch genug Zeit und dann darfst du das auch. Wenn das nur jeder so sehen würde, wäre mein Mail-Account deutlich leerer, so um 90%. Aber ich finde auch, er hat recht, man sollte sich Zeit lassen, denn nur wenn man sich Zeit lässt, dann kriegt man auch gute Sachen hin. Mitunter ein Grund, warum meine Let's Plays immer so lang sind. Ich lasse mir viel Zeit. Ich nehme mir die. Ich bin halt eher ein ruhiger Spieler und sehe mir auch wirklich alles an. Ach, das ist der Geheimgang zu nach Mestor. So, dann links sind wir gleich auf dem Kontinent. Das ist ein Schiff. Die Gegner hier sind noch zu stark für uns. Scheiße. Ups, ich bin vorbeigeflogen. Das war eine Insel. Da will ich jetzt aber nicht nachschauen. Aber ich gehe hier mal runter, weil das kostet mich sonst zu viel Blut. Und ein bisschen Training kann ja auch nicht schaden. So, hier ist das Dorf. Da will ich aber mal noch nicht hin. Ich will mich ja erstmal nur umschauen. Hä? Welche mit lila Haaren und welche, die brennen? So, einmal ausgesaugt. Ja, da kann jeder immer saugen. So, der andere ist aber noch nicht blutend. Wein ist aber, glaube ich, noch nicht voll, oder? Kann das sein? Die anderen beiden sind noch nicht blutend. Ja, voll scheiße. Ich hätte die schon gerne blutend. Ja, jetzt ist er voll. So, und ich schau mal. Jetzt blutet der, aber der blutet noch nicht. Halt, ich wollte eigentlich angreifen. Ja, alle blutend. In dem Fall können wir jetzt getrost angreifen. Und ich sag mal, die machen aber auch viel Schaden. Ah, der eine ist tot. Die haben es immerhin geschafft, uns einiges an Leben abzuzocken. Aber gegen uns haben sie natürlich keine Chance. Ja, und da war es nur noch einer. Oh, verfehlt. Elaine, was soll der Scheiß? Also, ich glaube, ein Angriff und tot. Ja. So, 2700 Erfahrungen und 3 Seelen erhalten. Mm-hmm.
Aber die Elaine hat eindeutig zu wenig Blut, um das alles wegzuheilen. Wir haben... Ah, Moment mal, wir haben noch eine Blutviole. Und das war's jetzt. Schauen wir erstmal hier, Leute. Zwei von denen sind's jetzt. Lass ich jetzt komplett ausschließlich die Elaine trinken. Und greife einfach nur noch an. Mit den anderen. Weil die Elaine braucht das Blut ja. Und sie bluten auch schon beide. Einer ist sogar schon tot. Aber die Elaine braucht noch Blut. Da macht er gar keinen Schaden, finde ich. Naja. Und müsst ihr, kann es sein, dass ich die Lane angreifen habe lassen? Ich wollte eigentlich schauen, ob der noch Blut hat. Nein, er hat kein Blut mehr. Dann war der Angriff okay. 1800 Erfahrung und 2 Seelen. Tja, und das war's jetzt. Ja, hoffentlich. Das ist das Schloss, oder? Ah, komm, schauen wir es uns mal an. Schloss Ardos. Ist schon so eine... Na, irgendwie schon epische Musik hier. Okay, hier kommt man nicht weiter. Aber ich muss sagen, mir gefällt sie auch. Okay, das war's. Hier geht's auch nicht weiter. Gehen wir auf die nächste Ebene. Ah, und da ist dann, sind schon die Blutspuren des Kampfes. Nein, auf Asgard Schloss. Na klasse. Von den Elras. 8 Stück sind das jetzt schon. Ich glaube, der Ronald wird wieder ein bisschen verletzt sein. Oh ja. Eindeutig. Wir haben nicht einen getötet. Was soll der Scheiß? Niederlage. Klasse. Oh Mann. Zuflucht. Speichernord löschen. Asgards Schloss wurde erobert. Runa konnte die Angriffe zurückschlagen, aber die Schatzkammer und die Schätze der Diebinnen wurden geplündert. Was? So ein Scheiß. Außerdem hat Runa schwere Verwundungen erlitten. Na klasse. Voller Scheiße. Ich hab doch genau gewusst, die dürfen nicht angreifen. Was sagst du denn, Runa? Keine Ereignisse, Meister. Überraschung. Ja, dann verteilen wir halt nochmal neu. Zum Glück war es Asgards Schloss. So, hier mal 5 und 4 sind 14. Durch 4 sind halt 3 und 2. Dann lassen wir es halt hier. Auch mal einen weg und zweimal nicht und hier einen. So. Dann. Ja, Zuflucht. Speicher dort. Scheiß Elras. Habt ihr es gesehen? Auf einmal war meine Figur ganz klein. Als wäre ich auf der Weltkarte.
Warum hätten es nicht der kleine heiligen Krieger sein können? Gegen die hätte ich wenigstens eine Chance gehabt. Okay, scheinbar kann ich hier irgendwie drumrum. Da liegt, sehe ich schon was blinken in der nächsten Ebene. Da liegt also definitiv etwas. Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn die jetzt dieses Schloss hier angegriffen hätten, während wir hier gerade erkunden. Vor allem zum Beispiel jetzt. Aber ich glaube, das ist extra so gemacht, dass... Ich glaube, der hat das schon so gemacht, dass das Schloss, in dem man sich gerade befindet, falls man sich in einem Schloss befindet, nicht angegriffen wird. So, was haben wir hier? Ein Heilbalsam erhalten. Geheimnis. Am Brunnen, voll geil. Okay. Dann haben wir... Sind wir hier draußen fertig? Ah! Ja, gehen wir in den Burginnenhof. Moment mal. Schauen wir erst mal hier. Okay, da ist nichts. Eine leere Flasche halten. Geheimnis. Okay, hier gibt es also viele, hier gibt es auch viele Türen, wo man rein kann. Also dieses Schloss, das ist so, sieht irgendwie so luxuriös aus, dass man das nicht besser bewacht war. Ein Hellfuel erhalten. Geheimnis. Okay, das war's schon. Dann gehen wir doch mal hier rein. Okay. Hier ist ein Exemplar von Final Fantasy 8. Das ist doch die Geschichte, wo alle Protagonisten im selben Waisenhaus aufgewachsen sind. Schund. Einfach nur Schund. Ich muss leider zugeben, ich habe noch nie Final Fantasy 8 gespielt. Nur das 7er und das 10er. Warte, und das 12er. Ein Krankheitsserum erhalten. Geheimnis. Eternity. Oh, Eternity. Die Legende einer Legende. Steht hier. Wird Zeit, dass ich mal ein Buch über mich schreibe. Gedruckte Auflage 1. Blödsinn. Jeder würde dieses Buch lesen wollen. Vielleicht nenne ich es Vampire's Dawn oder Wie Asuka die Welt beherrschte. Da ist ein Fass, das habe ich jetzt direkt übersehen. Aber da ist eh nichts. So, dann... Was werden wir noch hier? Eine Truhe! Mit einem Dietrich! Gut, da geht's nach oben, aber rechts auch. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts. ...1899, London Gothic, befindet sich hier im Regal. 1899? Immer diese Bücher, in denen die Zukunft beschrieben wird. Tja. Dann nach oben. Das Geheimnis Gwendolins steht hier.
Ich wette, ihr kleines Geheimnis ist ihr Zipfel. Oscar! Ich hab nichts gesagt. Hier ist kein interessantes Buch dabei. Hier im Regal steht ein Buch namens Blutrosen, eine Leidenschaft. Hm. 120 Filalten, Geheimnis. Wenn wir hier durch sind, werde ich nochmal zurück nach Askas Schloss gehen und versuchen, ein paar Söldner zu kriegen. Bis dahin müssten wir auch wieder einiges an Geld haben in der Schatzkammer. Hoffe ich zumindest. Ein paar Schätze haben wir dann bis dahin hoffentlich auch gefunden. Was steht hier? Hier ist ein Buch mit dem Titel Leben der Legenden. Stehe ich drin? Gott, Mr. Knister, The Vampire Master. Nein, sieht nicht danach aus. Pfusch! Genug jetzt, lass uns weitergehen! So. Und hier oben. Sieht aus wie der Thronsaal oder so. Und ich kann mich drauf hocken. Naja. Dann gehen wir wieder runter und durchsuchen das nächste Haus. So, gehen wir hier rein. Da geht's nach unten. Könnte die Kammer, der Eingang zum Dungeon sein. Hier steht ein Buch in der Sprache der Elras. Da drin stehen einige gute Taktiken für den Kampf. Stärke aller Einheiten im Burgkampf um 1 gestiegen. Ja, geil! Wie kommt das Buch da noch hin? Geheimnis. Hammergeil, hammergeil. Und ja, hier geht's nicht weiter.